Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch heute begrüßen zu einer neuen Netflix-Eigenproduktion, die am Freitag, den 24. Mai auf Netflix gestartet ist, und zwar Atlas mit Jennifer Lopez. Und ich würde auch gleich sagen, gehen wir ab zum Film. Sollen wir? In der Zukunft haben mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Unter Führung des KI-Terroristen Harlan Shepard haben sie ihren menschlichen Schöpfern den Krieg erklärt. Nach Gründung einer internationalen Allianz gelingt es der Menschheit, Harlans Truppen zurückzudrängen, bis dieser, nicht ohne grausame Rache zu schwören, in einer Rakete mit unbekanntem Ziel in den Weltraum flieht. 28 Jahre später gelingt es der KI-Forscherin und Analystin Atlas Shepard, dem gefassten Harlan-Handlanger Casca Dashes zu entlocken, dass sich sein Boss auf dem lebensfeindlichen Planeten GR39 aufhält. Atlas ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahre 2024, gestartet bei uns auf Netflix am 24. Mai diesen Jahres, unter der Regie von Brad Peyton. Und der ein oder andere kennt ihn vielleicht von einigen Filmen mit Dwayne The Rock Johnson. Und zwar, wir haben hier Rampage, San Andreas und die Reise zur geheimnisvollen Insel. Darsteller bzw. besetzungstechnisch sind wir aufgestellt mit Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, Abraham Popula, Lana Paria, Leslie Farrar, Greg Cohan und Briella Guisa. Genretechnisch sind wir hier in einem Science-Fiction-Action-Abenteuer mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren und einer Laufzeit von 120 Minuten. Im Netflix-Science-Fiction Atlas mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle dreht sich alles um böse künstliche Intelligenz und wie sie die Menschheit zerstören will. Atlas ist die bis dato teuerste Netflix-Eigenproduktion und will vieles. Eine Heldin, die sich gegen Männer behauptet, Kritik an unserem Umgang mit künstlicher Intelligenz üben und unterhalten. Dies klappt in meinen Augen zumindest recht passabel. Der Film weiß definitiv zu unterhalten, auch wenn er teilweise gnadenlos Science-Fiction-Klassiker kopiert. Bei der selbstbewusst kantigen Heldin, die in einem Roboter gegen ihre Widersacher kämpft, werden unterdessen Erinnerungen an das spektakuläre Finale aus Aliens: Die Rückkehr wach, in dem Sigourney Weaver als Ellen Ripley auf ihrem Laderoboter im Frachtraum mit der Alien-Königin ringt. Wenn Atlas mit ihrem Roboter beim Herumstolpern über dem fremden Planeten versehentlich eine Blume berührt, die daraufhin zu glühen beginnt, könnte man fast glauben, sie wäre auf ihrem Flug ins All versehentlich falsch abgebogen und statt auf GR39 versehentlich auf Pandora gelandet. Jennifer Lopez legt dabei ihre Figur fernab eines Ripley-Abklatsches sehr emotional an. Durchlebt und durchleidet von purer Verzweiflung bis hin zu siegessicherer Euphorie so ziemlich jeden Gefühlszustand. Die CGI im Film kann sich ebenfalls sehen lassen, was mich persönlich sehr überrascht hat. Der Zuschauer erhält jede Menge Explosionen von Ionenbomben, Thermobomben und weiterem nuklearen Spielzeug und jede Menge an Roboterkampfsequenzen. Kontra gegen diesen Film sind aber folgendes. Der Film besitzt für mich leider aber auch einige langatmige Szenen und das Problem sind nicht die Details und die Dialoge, sondern dass der Film trotz des ganzen Spektakels leider schnell vergessen sein wird, denn dafür bietet der Film jetzt nichts wirklich Originelles. Kleiner Funfact am Rande, laut Filmregisseur Brad Peyton war
der hochgelobte Ego-Shooter Titanfall eine große Inspiration für Atlas, was man auch bei den Robotern ja so ein bisschen erkennen kann, wer die Reihe gespielt hat. Die Spielereihe setzt sich ebenfalls im großen Maße mit der Frage auseinander, wie Menschen und Maschinen zusammenleben können. Jeder sollte sich definitiv selbst ein Bild von Atlas machen. Mich persönlich hat der Film trotzdem wirklich gut unterhalten und daher vergebe ich 7 von 10 möglichen Filmrollen. Und bei Wer streamt es? Bei der Rubrik brauche ich gar nicht so weit ausholen. Da es eine Eigenproduktion von Netflix ist, natürlich Netflix, kostenlos im Abo. Ich denke mal, ihr dürft weniger euch auf einen DVD- und Blu-ray-Release freuen, weil die gibt's im Normalfall von Netflix leider nicht. Und wir kommen auch hier zum Ende von meiner Review zum neuen Netflix-Film Atlas mit Jennifer Lopez. Wie gesagt, mir hat er eigentlich recht gut gefallen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Lasst mich bitte wissen, hier unten in den Kommentaren, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr ihn am Freitag gleich angeschalten und euch reingezogen, den Film? Wie hat er euch gefallen? Lasst mich wissen, wie fandet ihr die CGI? Wie fandet ihr die Story? Alles da unten in die Kommentare rein. Und wie immer, nicht vergessen, drückt noch schnell hier unten das Abo und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Reviews meinerseits. Und vielen Dank an euch da draußen. Hinterlasst mir gerne noch ein Like und einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten oder beim nächsten Film. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.